Nachdem ich diese wunderbare Brille von Ralf vor einigen Tagen zugeschickt bekommen habe, ich wusste von meinem Glück noch gar nicht, ich weiß nicht, ob sie dieses Paket vor Tagen auch bekam, habe ich also mir gedacht, ich setze diese Brille also jeden Tag mindestens einmal auf, und zwar einfach nicht, um durch die rosarote Brille zu sehen und deppert irgendwie alles als Chance zu gucken oder zu erkennen, sondern tatsächlich einfach mal näher hinzugucken und viele Chancen zum Beispiel im Vertrieb zu entdecken. Ich schätze ihn mal wieder ab, ist ein bisschen einfacher für mich. So, und ich möchte heute ein Thema bringen und möglicherweise werden Sie sich gleich vorweg wundern. Ich hatte avisiert den Stefan Meyering. Der Stefan Meyering ist ein super Vertriebsingenieur, den gibt es tatsächlich, ist kein Fake, sondern wenn Sie möchten, ich habe am Ende meiner Folien einen Link gesetzt, wo Sie die Möglichkeit haben, auch nochmal zu recherchieren, wer ist der Stefan, in welcher Branche arbeitet er und wie kann ich den erreichen, die gibt es tatsächlich, aber er lässt sich heute entschuldigen, er schafft es einfach beruflich nicht, weil er sozusagen auf Kundenmission unterwegs ist. Das heißt, ich habe hier gestern gesessen und habe dem Ralf gerade gesagt, ich habe nochmal komplett mein Konzept über den Haufen geschmissen, habe mich nochmal hingesetzt und habe mich gefragt, was möchte ich Ihnen bringen, was möchte ich eigentlich in einer halben Stunde sozusagen performen, zeigen. Und da kommt verschiedene Dinge werden da heute nochmal angesprochen. Unter anderem sind auch Sie gefordert. Und wie, lassen Sie sich einfach mal überraschen. Lars, darf ich dir ganz kurz einen Hinweis geben? Bitte. Wir sehen gerade ein komplettes PowerPoint in der Referentenansicht und nicht den Präsentationsbildschirm für den Fall, dass Ja. du die schon gestartet hast. Das ist auch in der Tat so, das lasse ich auch so, und zwar Okay, deshalb, alles weil klar. wenn ich das komplett schalte, dann habe ich unten, ich weiß gar nicht, wie man diese Leiste da nennt, und ich schalte immer unten ganz gerne mit meiner Maus dann rum und dann sehe ich das nicht und das verkompliziert das nur, deswegen lasse ich das einfach mal. Das, was ich machen kann, ist, dass ich das ein bisschen kleiner gestalte und das ein bisschen Nee, größer. alles gut, wenn es Absicht ist, Okay? passt es ja. Okay. Danke dir. Gut, ja. Ich hatte es eingangs schon gesagt, ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam mal gucken, Durchblick, Klarsicht, Chance erkennen im Vertrieb. Ganz kurz zu mir, ich bin Lars Zimmermann, ich bin 54 Jahre. Von der Ausbildung her bin ich ein sogenannter Wirtschaftsingenieur. Ich habe in der, ja, im Kaiserreich wollte ich schon sagen, ich habe in der Dampfmaschinenzeit nach dem Studium zunächst einmal begonnen bei der wunderbaren Firma KSB, Kleinschanzlin Becker AG in Frankenthal, habe dort im Vertrieb gearbeitet von Pumpen und Armaturen. Da habe ich meine ersten Lorbeeren mir verdient, bin dann nach 7 Jahren weggegangen von KSB, habe mich selbstständig gemacht als Vertriebstrainer. Ich betone Vertriebstrainer und bin dann 2013, 14 mit einem kompletten neuen, ich sag mal, Studium Generale eingestiegen in die Digitalisierung im Vertrieb. Habe mich dann komplett neu gedreht von links auf rechts, nenne mich heute Vertriebs- und Smart Coach. Wenn Sie Näheres interessiert, können Sie mich im Nachgang gerne nochmal fragen, weil wir haben heute ein bisschen wenig Zeit, eine halbe Stunde, und die will ich sinnvoll nutzen. So, wir fangen mal gleich an. Und zwar habe ich gleich ein Attentat auf Sie vor. Ich muss es so nennen, weil der Ralf weiß, ich habe hier die Möglichkeit, ich kann hier so ein bisschen, Sie sehen das vielleicht, ich kann hier so ein bisschen hin und her ja, schalten in meinem Refugium, in meiner Optimierer-Lounge hier in Salzgitter. Und ich habe hier ein, ich nehme das mal eben, ein Glücksrad. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Ups. So. Das kennen Sie sicherlich von früher. Ach da, von früher. So. Und wenn das für Sie in Ordnung ist, würde ich einfach mal ganz gerne mal drehen und mal gucken, was passiert. So, jetzt fragt sich jeder, Sie können es vielleicht sehen, es ist die 9. Die 9. Jetzt fragt sich jeder, was ist die 9? Und jetzt gucken wir mal, was die 9 ist. Was ist die 9? Ja, ich male Ihnen einen Esel. Ja, wunderbar. Ne? Das ist toll. Dann will ich das mal gleich versuchen zu machen. Und zwar schalte ich erstmal hier wieder um auf meine Kamera, dass Sie mich von vorne sehen. So, und jetzt habe ich hier im Browser ja, dieses Tool. So, und ich hoffe, Ralf, du kannst das auch. Ihr könnt das alle sehen. Wir können das sehen. Wir können das So, sehen. jetzt mache ich mich mal, also jetzt mache ich mich mal zum Gespött der Leute, ne? Ein Eselmann. Es hätte auch andersrum sein können, ne?
Sie hätten auch nicht. Nee, wir machen das mal anders. Ich wünsche mir das mal anders. Und zwar folgendes, das machen wir jetzt ganz spontan, das war nicht geplant. Ich habe hier die Möglichkeit, so, Start Drawing, Drawing. Und zwar, ich kann Sie einladen. Copy Link. So, und zwar in den Chat. So, wo ist jetzt der Chat? Unten in der Mitte, Lars. Unten in der Mitte. Da, wo Chat steht. Tja, wo steht jetzt hier Chat? Also bei Zoom unten in der Mitte ist der Chat. Warte mal. Fernbedienung, mehr. Warte mal. So. Ich komme jetzt hier gerade, ich habe euch rübergeschoben sozusagen, ich sage euch das mal so, das sehe ich jetzt auf meinem Bildschirm. Und wie komme ich jetzt bei Zoom zurück in den Chat? In deinem Zoom-Fenster, wo die ganzen Menschen zu sehen sind. Vielleicht stoppst du mal kurz deine Bildschirmübertragung, vielleicht wird es dann einfacher für dich. Moment, stoppen. So. Ach hier, da, ja. Ah, schön. So. Und jetzt einfügen. Jetzt schicke ich euch allen einen Link zu. Da könnt ihr alle mal draufklicken auf diesen Link. Und dann malen wir alle mal gemeinsam einen Esel. So, jeder malt mal seinen Esel dahin. Ich fange mal an. Das sieht gut aus. So. Ja, also sehr viele begabte Menschen dabei, ich merke das schon. Sehr gut. Ja. So, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei. Ja, schiebe ich euch mal wieder weg hier. So, zack. So, ja, ihr seht, ne, also ihr seid alle sehr begabt. Wunderbar, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal zurück. So, ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung auf heute, was möchte ich Ihnen, was möchte ich euch eigentlich darbieten, was möchte ich euch bringen? Und Vertrieb, Online-Coaching ist ja ein sehr, sehr abendfüllendes Thema. Da könnte ich jetzt also von bis 6 Stunden, 8 Stunden, 14 Stunden, wie auch immer, erklären in einem Stück, was ich da alles Feines mache. Deswegen würde ich ganz gerne mal von euch erstmal Folgendes wissen. Und dazu nehmt bitte mal alle mal euer Smartphone. Und wenn ihr euer Smartphone nehmt, kleiner Tipp von mir. Und zwar ruft einfach mal die Foto-App auf beim iPhone und dann klickt ihr einfach auf den QR-Code oder haltet einfach die Kamera drauf und dann geht hier schon sozusagen Dingsbums, ne? Und dann könnt ihr hier gleich loslegen. Oder aber ihr gebt ein, wenn ihr kein iPhone habt und keinen QR-Code-Laser, gebt ihr bitte ein www.menti.com und dann den Code 9172 und die 3. Und da würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, alle, wie Sie da sind, einfach mal durchzuklicken und ja, einfach mal die Fragen, die ich da stelle, kurz und knackig beantworten. Wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, vielleicht 2-3 Minuten, die sollten wir uns nehmen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr alle mitmacht. So, ich habe schon mal 6 richtige. Sehr gut. Ich warte noch mal ein Minütchen. Die Zeit sollten wir uns mal nehmen.
Marius, kleiner Tipp, die Frage 1 kannst du mit deiner Visitenkarte beantworten. Kannst du spiegeln. So, dann wollen wir mal gucken. So, ja, klasse. Also einige von Ihnen haben Smartphone bedient, wie wir sehen. Wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken. Funktion, Fofo, ja, das ist gut. Die Funktion kenne ich noch gar nicht, ist komplett neu. Geschäftsführer, Unternehmer, Vertrieb, Geschäftsführer, Betriebsleiter, Leiter, Vertrieb, Bereichsleiter, wunderbar. Also viele, wie ich sehe, aus dem Bereich Vertrieb, Geschäftsführung, wunderbar. Vertriebscoaching, Erfahrung, offline. Okay, also einige haben Erfahrungen gesammelt. Wunderbar. Interessant. Okay. So, was interessiert Sie heute? Impulse, kalte Ansprache, gutes Coaching. Was ist das? Also das sind viele, viele, viele gute Fragen. Also die werden wir natürlich in einer halben Stunde, ich sag mal, kaum alle beantworten können. Zum Thema Kaltakquise möchte ich vielleicht mal ganz spontan Ihnen etwas zeigen. Und zwar Folgendes. Ich mache gerade ein Experiment, hochinteressant, mit einem Automatisierungsunternehmen. Das ist jetzt wirklich nicht geplant. Das ist jetzt was ganz Spezielles. Aber dennoch möchte ich Ihnen das zeigen. Und zwar, wenn Sie bei mir auf die Seite gehen, dann sehen Sie hier, dass es da einen Chat gibt. Und wenn Sie auf diesen Chat gehen, dann ist das so, dass ich als Kommunikationsoptimierer tatsächlich proaktiv auf Kunden zugehe. Das heißt, ich warte nicht, bis die chatten, sondern wir sprechen die Kunden aktiv über diesen Chat an. Also wir drehen den Spieß um. Und was mich fasziniert ist, dass ich bisher noch bei keinem Maschinenbauer das mal gesehen hätte, dass also Maschinenbauer oder überhaupt Unternehmen aus dem Bereich Investitionsgüter tatsächlich aktiv auf die Kunden zu gehen, wie mit der Angel, ja, die Leute ansprechen und so weiter. Und ich will Ihnen mal zeigen, was ich die letzten Tage erlebt habe, nachdem ich also erste Versuche dazu mache. Und zwar, schauen Sie mal. Muss ich mal ganz kurz gucken. Webinar Interaktion. Und zwar, das ist mir vor ein paar Tagen passiert. Ne? Also die Leute kommen auf meine Seite, ich spreche sie an, zum Beispiel mit Kuckuck. Ne? Und ich sehe also in meinem Tool, auf meinem Smartphone, dass die Leute irgendwie was machen dann. Ja? So, und dann verwickel ich sie in ein Gespräch und irgendwann erzählte ich einem Menschen, den ich bisher nicht kannte, der irgendwie auf meiner Seite war, dass ich gerade ein Päuschen mache und gerade, was habe ich geschrieben? Käsekuchen esse, genau. Und da wird doch jeder sofort von euch denken, ja, Käsekuchen, Mensch, wir sind doch nicht bei RTL 2 hier, Fake News. Ne? Nein, das ist ernsthaft, ne? Das mache ich gerade tatsächlich. Und das hat ihn offensichtlich so neugierig gemacht, dass er sich das gar nicht vorstellen konnte, dass da nicht ein Roboter ist, sondern tatsächlich der Lars, sodass ich ihm dann einen Link zuschickte, er also sozusagen zu mir live in die Session reingekommen ist, mir dann noch verschiedene Sachen verraten hat, dass er mich zum Beispiel auch über ein VDMA kennt. Und da habe ich mir gedacht, super, ne? Das funktioniert, ja. Also wenn ich sozusagen einfach mal über den Schatten springe und ich rede da viel gerade mit Leuten drüber. Es gibt natürlich auch einige, die vielleicht die Hälfte, die sagen, ja, kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht wildfremde Leute auf der Internetseite aktiv ansprechen. Die sind doch total verschreckt und so weiter. Dass das nicht so ist, merke ich gerade, indem ich das selber mal ausprobiere. Und selbst wenn die Hälfte sagt, kann man nicht machen, ist doch wunderbar. Dann habt ihr schon mal die Hälfte schon mal, die das nicht macht. Ne? Also könnt ihr euch da echt ein USP erleben und erarbeiten. Gut, so. Das vielleicht mal so am Rande. Wir hatten aber noch andere Sachen.
Gutes Coaching, was ist das, Kaltakquise und so weiter. Also ich selber bin, also ich muss das sagen, durch meine Vertriebstätigkeit bei KSB, Limbeck und Kollegen, Kaltakquise rauf und runter, hallo, ich bin der und der, könnt ihr alle machen, super. Ich halte da nicht viel von und ich glaube im Wege von Digitalisierung und Social Selling und soziale Medien hat sich das meines Erachtens auch totgeritten. Und ganz ehrlich, wer möchte schon irgendwie so weltweit angerufen werden und im Grunde genommen eigentlich gar nicht, also eigentlich nur Zeiträuber. Und ich denke, da haben die wenigsten von uns Zeit zu. Deswegen brauchen wir andere Konzepte und andere Überlegungen. Und vor allen Dingen, ich nenne das intelligentes Verkaufen. Und ein Beispiel habe ich euch jetzt gezeigt, mal zu überlegen. Chatbots einzusetzen und zwar proaktiv. Und das ist ja gar kein Chatbot, sondern das ist ja nur ein Chat. Die nächste Stufe, die ich jetzt ausprobieren werde, ist, dass ich also 3-4 Mal also gucken werde, sind die Leute auf 3-4 Seiten und dann gibt es erst sozusagen eine Information auf meinem Smartphone, hallo, da ist jemand und dann kann ich mir immer noch überlegen, ihn anzusprechen. Ich habe heute Morgen mit einem Automatisierer gesprochen, genau zu diesem Thema, ein schwedisches Unternehmen, die machen das jetzt auch. Weil der hat sich's angeguckt, der Vertriebsleiter, das war so einleuchtend, der sagte, das ist ja super cool, ja. Also wenn meine Leute zu Hause Homeoffice machen und auf dem Smartphone kommt eine Information, da ist jemand auf unserer Internetseite, ich habe 10 Vertrieblern, da kann doch jeder mal überlegen, ob er vielleicht einfach mal mit Lust hat auf einen Smalltalk mit einem Kunden. Gut, okay, aber das, wenn Sie da mehr zu wissen wollen, dann können Sie mich gerne im Nachgang nochmal kontakten, kein Problem. So. Ja, das ist auch super. Das werde ich heute Abend mir mal angucken. Was trauen Sie mir absolut nicht zu? Bin mal gespannt, was Sie da reingeschrieben haben. Okay, so, jetzt aber zurück. Warum ist es sinnvoll, über Vertriebscoaching nachzudenken? Und da finde ich es immer ganz wichtig, mal Zahlen, Daten, Fakten sprechen zu lassen. Und das habe ich vor ungefähr einem Jahr in den VDI-Nachrichten entdeckt. Und zwar, wir können alle lesen, dass in deutschen Unternehmen 2017 400 Milliarden Euro in neue Fabriken, Anlagen, Maschinen und Software investiert wurde. Und von 400 Milliarden, und das finde ich ziemlich ein Hammer, sagt der Professor Dögel, 100 Milliarden, wie schreibt er, wird laut Dögel in die falschen oder zumindest nicht in die bestmöglichen Projekte gesteckt. Und da habe ich mich intuitiv gefragt, wie ist das möglich? Wie kommt das? Und meine These lautet, dass offensichtlich die Fähigkeit, Kunden tatsächlich zu verstehen, offensichtlich ja nicht so ausgeprägt ist, weil dann würden ja die 100 Milliarden da nicht zu Buche schlagen in Form von Flops oder nicht optimalen Lösungen. Und wozu wir immer neigen, das sehen wir hier. Also ich finde das wunderbar. Ne? Also ich hoffe, vielleicht ertappt sich da jemand auch bei. Also mir geht es in gewisser Weise, so ein bisschen ähnlich. Ja? Also dass ich immer denke, ich muss noch immer mehr machen, immer breiter, immer breiter. Und vielleicht habe ich dann tatsächlich am Ende des Tages vergessen, mich um das zu kümmern, was den Kunden tatsächlich bewegt. Und das ist dann vielleicht tatsächlich nur die Schere in dem Schweizer Messer, ja. Und was anderes interessiert den überhaupt gar nicht. Jetzt fragt sich jeder von Ihnen, was soll das denn jetzt, ne? Also wer ist denn der Knilch da links und was soll der Cowboy da? Ich möchte Ihnen dazu mal folgende Frage stellen. Stellen Sie sich mal vor 100 Jahren wäre der Mann links, das ist Henry Ford, wäre der Mann links zu dem Mann rechts gegangen und hätte den Mann auf dem Pferd gefragt, sag mal, was wünschst du dir von mir? Die Antwort wäre, glaube ich, klar gewesen. Ne? Also der Cowboy hätte gesagt, du, ich wünsche mir was von dir. Ist doch klar, was ich mir von dir wünsche. Ich wünsche mir von dir ein schnelleres Pferd, was sonst? So, und wenn wir jetzt mal überlegen, in der heutigen Zeit der Digitalisierung, also ich meine, was Brutaleres können wir momentan eigentlich gar nicht sozusagen konstatieren, wie das, was da draußen gerade passiert. Ich möchte Ihnen mal ein Foto zeigen, ganz spontan. Hatte ich jetzt auch gar nicht vor, aber schauen Sie mal.
Ich hoffe, dass ich das jetzt so schnell finde. Bayern. Ja, doch, genau. Und zwar hier, schauen Sie mal. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Links. Ganz links, klar, bin ich. In der Mitte ist mein Papa, Heinz-Dieter Zimmermann. Und rechts ist mein Sohnemann. Ich habe drei Kinder. Und mein Sohn ist Tontechniker und fährt zur See, und zwar auf der AIDA Nova. Und dieses Foto ist ein halbes Jahr alt. Ein halbes Jahr. Wer hätte vom halben Jahr tatsächlich die These in den Raum gestellt, dass der Kapitän der AIDA Nova, eines der modernsten Schiffe, das fährt sogar mit Gas, wenn Sie wollen, dass der sich nach einem halben Jahr die Frage stellt, ob er nächstes Jahr noch seinen Job hat? Das, was da draußen passiert, ist ja eine Riesensubstitution. Also Materielles wird irgendwie virtualisiert sozusagen, weil die Leute vielleicht weniger mit Kreuzfahrtschiffen fahren, weniger Flugzeuge brauchen und so weiter. Und am Ende fragen wir uns dann, was hat das natürlich mit dem Thema Vertrieb zu tun? Und da komme ich jetzt wieder zurück auf dieses Bild. Stellen Sie sich vor, Sie sind alles Werkzeug- und Formbauer und Sie wollen sich jetzt mit Ihrem Kunden mit der Frage beschäftigen, was könnten wir im Wege von Digitalisierung machen? Und jetzt würden Sie tatsächlich mit so einer Frage zu einem Kunden gehen, ne? So nach dem Motto, was wünschst du dir von mir? Stellen Sie sich mal die Frage oder stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt tatsächlich zu einem Kunden gehen im Werkzeug- und Formbau und würden den Kunden fragen, du hier Hannes, du bist 10 Jahre bei uns Kunde, erzähl doch mal, Digitalisierung, was hast du da für Wünsche? Wie soll ein Mensch diese Frage ernsthaft beantworten können? Also ich kenne nur wenige, die das wirklich, wirklich könnten. Und deshalb möchte ich ganz gerne mal mit Ihnen ein Experiment wagen. Und ich bin mal gespannt, wie Sie da jetzt alle mitziehen. Und das, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ist ernsthaft gemeint. Es ist jetzt keine Witzveranstaltung, sondern ernsthaft. Und zwar möchte ich ganz gerne Folgendes. Sie alle haben einen Zettel und einen Stift. Und Sie sitzen jetzt irgendwo vor einem Tisch, wo auch immer. Sie nehmen sich bitte jetzt mal einen Zettel und einen Stift in die Hand. Und die Aufgabe lautet, Sie sind Automobilverkäufer. Und Sie dürfen Ihrem Kunden, der ins Autohaus kommt, drei Fragen stellen zum Auto. Also Sie als Automobilverkäufer oder Verkäuferin stehen jetzt im Autohaus und Sie dürfen Ihrem Kunden drei Fragen stellen zu einem Auto, weil der da reinkommt, interessiert sich für ein Auto. Und jetzt schreibt jeder mal von Ihnen drei Fragen auf. Jetzt bitte. Jeder schreibt sich die mal eben auf. Drei Fragen. So, okay. So, jetzt möchte ich im Vorwege noch mal ganz kurz Ihnen Folgendes skizzieren. Wir differenzieren im Vertrieb zwischen Bedürfnis und Bedarf. Was ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf? Ups, ich muss mal eben hier die. So. Was ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf? Bedürfnis heißt also, es ist fast alles okay, aber eben nur fast. Und Bedürfnis, ich muss jetzt kaufen. So, also ein himmelweiter Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf. Wir wissen aus der Investitionsgüterforschung ungefähr 90% der Kunden sind hier, also mit anderen Worten, die haben alle irgendwie einen Eisschrank, ne, und
die Aufgabe und 10% haben jetzt konkret nochmal ein Bedürfnis, sich einen neuen Eichschrank zu kaufen, eine Werkzeugmaschine, was auch immer. Also 90% sind hier, 10% sind hier. So. Jetzt möchte ich ganz gerne, dass jeder mal von Ihnen einfach mal sein Mikro aufdreht und mal seine Fragen vorliest. Ich glaube, an die Selbstorganisation, genau, einer fängt einfach an. Also meine erste Frage ist, was er seither für einen Wagen fährt. Mhm. Die zweite Frage ist, für welchen Einsatz er das Auto will. Mhm. Und wann es denn soweit sein soll mit der Anschaffung. Sehr gut. Und der nächste. Ich mache weiter. Die erste Frage, wie ist der Name? Mhm. Die zweite, wie geht es Ihnen? Mhm. Die dritte, wollen Sie sich etwas gönnen? Und der nächste. Also wie schnell soll Ihr Auto fahren? Haben Sie Interesse an einem Modell? Und wie geht es Ihrer Frau? Und der nächste. Also ich habe, was befördern Sie mit dem Auto? Was ist der Zweck des Fahrzeuges? Und haben Sie einen Wunschantrieb? Sehr gut. Und der nächste. Ich habe nur zwei Fragen geschafft. Wofür benötigen Sie das Fahrzeug und wie viel darf es kosten? Der Klassiker. Wunderbar. Was noch? Ich habe auch nur zwei Fragen. Ich habe einmal, von welchem Art Auto träumen Sie? Also ich habe jetzt gerade bei den Porsche da so ein bisschen. Kein Problem. Was haben Sie vor mit dem Auto? So, wunderbar. Ich kürze es mal ab. Ich hoffe, ich mache es mal einfach mit, ihr könnt das sehen, weil das macht es ein bisschen einfacher im Sprechen. Ihr seht, hier ist eine Liste rausgekommen. Und wenn ihr euch mal, also das, was wir machen, es ist ja verblüffend. Ich habe das entdeckt vor ungefähr 25 Jahren in einem Pumpschacht in Schleswig-Holstein bei KSB. Da ist mir nämlich aufgefallen, wenn hier heute ist, habe ich zwei Möglichkeiten zu fragen. Entweder von heute, ich sag mal rechtsrum nenne ich das, in die Zukunft. Oder ich kann genau das Gegenteil tun, von heute, also von null sozusagen, linksrum in die Vergangenheit. Und Sie werden es mir vielleicht jetzt auf Anhieb erstmal gar nicht glauben, machen Sie einen Test im Bekanntenkreis, es kommt immer dieses Bild raus, egal ob da jetzt vielleicht ein paar Schritte hier sind, aber irgendwie der Schwerpunkt ist immer hier auf dieser Seite, auf der sogenannten Rechtsrumwelt. So, jetzt komme ich zurück zum Bedürfnis und Bedarf. 90% unserer Kunden sind hier. Die haben ja alle schon einen Kühlschrank. So, wenn 90% noch gar nicht genau wissen, was sie in der Zukunft wollen, nämlich konkreten Bedarf, ja, warum frage ich dann rechtsrum? Als wir das Haus saniert haben, in dem ich hier mit meiner Familie lebe, habe ich so ein schönes Beispiel erlebt, nämlich mit einem Handwerker. Der fragte mich, ja, hier so nach dem Motto, was ist denn so mit Ihren Fenstern und was wollen Sie denn, was brauchen Sie denn für Fenster und so weiter. Und ihr seht an dem Bild, viel sinnvoller wäre es doch gewesen, wenn er mich mal gefragt hätte, sagen Sie mal so fenstermäßig, welche Erfahrungen haben Sie denn, was haben Sie bisher denn für Fenster ausprobiert und so weiter. Und genau das, und das ist meine Botschaft an euch da draußen, dass die Linksrumwelt so gut wie kaum im Maschinenbau gefragt wird. Und wenn ihr noch tiefer mit dem Thema beschäftigt, mit Links- und Rechtsumwelt, dann werdet ihr feststellen, dass die Neurowissenschaft zum Beispiel heute weiß, dass also weit über 90% der Erfahrungen, die wir Menschen fällen, aufgrund von gemachten Erfahrungen gefällt werden. Also das heißt, dass das sozusagen nochmal eine wissenschaftliche Bestätigung ist, sich mit der Linksrumwelt, sich mit der Linksrumwelt zu beschäftigen und nicht erstmal mit der Rechtsrumwelt, sondern man muss es eigentlich genau umdrehen. Erstmal fängt man hier an und geht dann hier hin und nicht, wie wir das jetzt erleben, dass man sozusagen erstmal hier anfängt und dann in die Linksrumwelt einsteigt, sondern es genau andersrum machen soll. Wir werden natürlich jetzt in der Kürze der Zeit das nicht so vertiefen können, aber ich möchte zum Abschluss Ihnen nochmal Daumen hoch, das möchte ich mit diesem Beispiel zeigen. Sie kennen vielleicht diese heiligen Hallen, das ist bei der Firma Festo, da darf ich gerade ein Projekt machen im Bereich Vertrieb.
Und der Mann, der den Daumen in der Mitte hochhält, das ist der Werner Reichelt. Den gibt es tatsächlich auch kein Fake News, sondern der hat sich auch sehr intensiv mit der Links- und der Rechtsrumwelt beschäftigt. Der ist nämlich zuständig unter anderem für die Digitalisierung im Hause Festo. Ich habe mich übrigens mal gefragt, wenn Sie da draußen sind und Sie kennen mich ja gar nicht und Vertriebstrainer, können Sie die Schweine mitfüttern, gibt es wie Sand am Meer, warum gerade ich, warum mit mir arbeiten und so weiter. Am Ende entscheiden Sie das natürlich immer selber, aber ich möchte Ihnen vielleicht mal etwas zeigen und zwar Folgendes. Jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Und zwar habe ich ja den Stefan angeführt. Den Stefan Meiering. So, jetzt will ich mal eben. So, und jetzt mal gucken hier. Kann ich ihn gerade. Moment. Kann ich Ihnen gerade jetzt nicht zeigen. Ich weiß nicht warum. Das ist so ähnlich wie mit meinem Mikrofon. Das ist gerade der Vorführeffekt. Egal, ich erzähle es Ihnen so. Ich habe mich bei dem Stefan mal gefragt, was bringt eigentlich jetzt die Investition, denn wenn ich für Unternehmen arbeite und so weiter, dann, wenn ich für Unternehmen arbeite, dann kostet das Ganze natürlich Geld. Und am Ende fragt sich natürlich jeder Unternehmer, was habe ich eigentlich für ein Return on Investment? Und und da würde ich Sie ernsthaft bitten, wenn Sie Lust haben, Folgendes mal zu machen. Am Ende habe ich hier Ihnen zwei Links reingestellt in die Präsentation. Da gibt es nämlich zwei, Jungs, mit denen ich arbeiten dürfte. Nämlich einmal den Robin Fuchs, den Sie da auf dem Foto sehen, und dann nochmal der Stefan, der heute leider nicht teilnehmen kann. Die verbergen sich sozusagen hinter diesen Links. Und informieren sich bei denen einfach mal selber. Weil was soll ich Ihnen jetzt sagen zu den Benefits? Das glaubt mir kein Mensch. Gehen Sie auf die Leute zu, fragen Sie, was haben eure Firmen investiert? Was habt ihr für einen Benefit für eure Firmen rausgeholt? Und ich möchte, um im Zeitrahmen zu bleiben, Ihnen Folgendes mit auf den Weg geben. Nämlich das, was da steht. Denken Sie mal, wenn Sie heute Abend zur Ruhe kommen, über diese Links- und die Rechtsrumwelt mal einfach mal nach. Und das scheint ja, wie soll ich sagen, das ist so ein triviales Thema, ne? Scheinbar. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Manager erlebt beim GEA-Konzern, der sich sehr intensiv mit der Links- und der Rechtsumwelt und den ganzen Konsequenzen, die das hat. Und der hat mir mal was sehr Schönes gesagt. Der hat gesagt, Herr Zimmermann, wissen Sie was? Immer wenn wir ein Management-Meeting haben und über Kundenprojekte sprechen, fällt mir auf, dass meine Kollegen automatisch gleich nach Beginn immer automatisch in der Rechtsumwelt sind. Obwohl sie das Problem eigentlich auf der Linksumwelt noch gar nicht verstanden haben. Sie wissen gar nicht, wie ist dieses Projekt zustande gekommen, wer macht da eigentlich mit welchen Lebensbiografien, warum sind die zu dieser Lösung überhaupt gekommen und so weiter. Das wird gar nicht hinterfragt, sondern es wird sofort rechtsrum über die Lösung nachgedacht, obwohl man das Problem am Ende des Tages vielleicht noch gar nicht so verstanden hat. Und wenn Sie dieses kleine Thema sich mal vergegenwärtigen bei dem Thema Digitalisierung, dann tut sich ein riesen Denkraum auf, nämlich die Frage, ja, wie unterhalte ich mich denn mit einem Kunden im Bereich Digitalisierung? Nehmen wir mal so ein ganz abgefahrenes Thema, digitaler Zwilling, wenn der gar keine Erfahrung zu dem Thema hat, wenn der zu dem Thema gar nichts weiß. Und wenn Sie da mehr zu wissen wollen, das können wir jetzt in einer halben Stunde alles nicht erschlagen, wenn Sie da neugierig geworden sind. Meine Kontaktdaten stehen dann hier im Nachgang in den sozialen Medien und so weiter. Da können Sie alles nachklicken. Dann sprechen Sie mir einfach und schicken mir eine E-Mail, wie auch immer, auf welchen Kanälen Sie auch immer kommen werden. Ich hoffe, dass das eine kleine Inspiration für Sie war, ein bisschen Input bekam zum Thema Links- und Rechtsrumwelt.
und einfach mal darauf achten in Ihrem Umfeld. Und wenn Sie darauf achten, wünsche ich Ihnen viel Erfolg, es in der Zukunft anders zu machen, eben erstmal in der Linksrumwelt anzufangen und dann in die Rechtsrumwelt zu gehen. Jo, Ralf, das war's. Ja, Lars, vielen Dank für deinen Beitrag, der ein bisschen anderen Art, so wie wir es bisher gewöhnt waren beim 11-Uhr-Loch. Aber frischer Wind ist ja nie ein Fehler. Ich gucke mal in die Runde. Auch alle, die kein Mikrofon haben, können gern, Entschuldigung, alle, die kein Bild haben, ein Mikrofon brauchen wir natürlich für die Frage, könnt ihr gern Fragen stellen, ob linksrum oder rechtsrum, bleibt euch überlassen. Ihr könnt auch gern die Fragen in Chat schreiben, dann geben wir die weiter. So, wer traut sich denn sein Mikro zuerst anzuschalten? Und den Kommunikationsoptimierer noch eine rechtsrum oder linksrum oder vorwärts- oder rückwärtsfrage in den Kopf zu werfen. Ich kann mich erinnern, Ralf, du hast mir früher mal was von rechts- und linkswelt erzählt und jetzt weiß ich dann auch, wo das herkommt. Okay. Ja, ist tatsächlich so, dass es im Marketing-Seminar auch mal mit vorkommt. Ja, sehr gut. Ja, ich habe noch eine Frage, wenn sich keiner traut. Und zwar, ja, Kaltakquise und Kaltanrufen, wer mag man ja selber nicht und mögen die kalten Interessenten auch nicht. Was sind denn gerade jetzt im Maschinenbau eigentlich die, wie kann ein Kunde mich als Unternehmen kennenlernen, wenn er mich nicht kennt, ohne dass ich ihn kalt anrufe? Also erstmal bin ich sehr dankbar für diese Frage. Ich halte sehr viel im Wege von, ich nenne das mal so Vorakquisition. Ich muss es so deutlich sagen, also oft sprachlos, der Ralf ist da, ich sag mal, höchstwahrscheinlich ähnlich so denkend, wie ich das bin oder vielleicht sogar gleich denken. Ich würde auf jeden Fall im Bereich der Investitionsgüter immer versuchen, im Wege von soziales Verkaufen oder Social Selling, in den sozialen Medien mir ein Gesicht zu geben. Und aber nicht dadurch, dass ich, erlauben Sie mir die Metapher, ne? Also nageln Sie mich jetzt nicht fest, dass das jetzt nur Siemens macht. Aber wenn ich mir von Siemens eben eine Werbung angucke, ne, dann wird mir 10-mal gesagt, Siemens, kaufen. Es gibt übrigens einen Wettbewerber, der das dramatisch anders macht und deutlich mehr Follower hat, also unser deutscher Ableger sozusagen, auch interessant. Auch wenn der andere, ne, der Amerikaner, so ein bisschen gerade, ich sag mal, am Hinken ist, ne, und sicherlich auch ein bisschen Probleme hat, gar keine Frage. Aber im Bereich der sozialen Medien, ich habe es jetzt nochmal gecheckt, sind die deutlich erfolgreicher. Und warum? Weil sie eben halt keine Produktwerbung machen, sondern weil sie eine Kundenwerbung machen, auf sich aufmerksam mit Storytelling, mit interessanten Geschichten. Im Übrigen ist mir dabei auch aufgefallen, dass Beiträge, Videos deutlich kürzer sind bei den Amerikanern, nicht ständig die Logos gezeigt werden und. Also deutlich angenehmer und deswegen Kaltakquise, ich bin da komplett bei, ist für mich Verkaufen von gestern, sondern intelligentes Verkaufen bedeutet für mich zum Beispiel auch, wie ich durchaus auch Verbandsstrukturen nutzen kann. Also das finde ich auch intelligent, ne? Mal drüber nachzudenken, wie kann ich denn dieses Netzwerk für mich arbeiten? Oder das, was ich eingangs gezeigt habe, ganz aktuell, wie kann ich mit intelligenter Technologie, die Technik im Hintergrund für mich arbeiten lassen? Finde ich ein extrem spannendes Thema. Da experimentiere ich selber, ich habe es ja gerade gezeigt, selber mächtig drauf rum und ich habe dann war vor Tagen mal bei mir in der hiesigen Sparkasse und habe mal geguckt, wie deren Chatbot, wie deren Chatbot funktioniert. Und das ist echt traurig, ne? Also wenn man da dann reingibt als Sparkassenkunde, ja, ich habe gerade Lust auf Käsekuchen, ne? dann ist der überfordert, der Bot, ne? So, und bei mir ist der das nicht, ne? Der sagt, ja, welchen Käsekuchen findest du denn gut, ne? Sag doch mal. Und so weiter, ja. Und das ist für mich Intelligenz, ne? Also nicht da irgendwie so eine Fake News zu machen, sondern tatsächlich die Kunden, die auf unseren Seiten sind oder auf unseren sozialen Profilen, ernst zu nehmen und nicht zu glauben, ich schreibe da jetzt einmal irgendwie sowas runter und das ist dann für alle, sondern tatsächlich den Aufwand,
zu betreiben. Und ich habe vorhin ein Beispiel genannt. Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Schauen Sie mal. Hier, das hat mich sprachlos gemacht. Und zwar das hier. Sie wissen, was das ist? Ja. Ja, sagen Sie mal. Ich behaupte, das ist eine Feder, um ein Gleis auf der Schwelle zu befestigen. Ja, exakt. Exakt. Und woher wissen Sie das? Beobachtung, alles klar. Verrückter Physiker. Okay. Nee, super, freut mich, ne? Weil dieses Unternehmen, und jetzt erzähle ich Ihnen was, es ist wirklich so. Die habe ich vor 7, 8 Jahren in einem Vertriebstraining gehabt und da hat mir dann ein Controller gesagt, Mann, Herr Zimmermann, wir haben echt unglaublich, ne? Sie kommen doch aus Salzgitter, da gibt's doch ihr Stahlwerk und das sind alles so Leute, die kommen auf unsere Page und die besuchen wir natürlich überhaupt nicht, ne? Und wie können wir denn mit denen Geschäft generieren? Ja. Wie wir mit denen Geschäft generieren können, ist klar, ne? Indem wir eben intelligent auf unserer Internetseite vorgehen und die Leute eben kommunikativ, proaktiv ansprechen. Und dass das in diesem Falle tatsächlich Sinn machen würde, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, weil die jeden Tag, also hier Foslo AG, ne, jeden Tag irgendwie 50 bis 100 Betriebsbahnen auf der Internetseite haben. 50 bis 100. Und dass ich dort Schienenbefestigungssysteme zu anderen Margen verkaufen kann, das, ich glaube, das versteht jeder. Ne? Weil die kaufen eben nicht 100 Kilometer Gleis ein, sondern vielleicht Ausbesserungsstrecke 2 Kilometer. Und da kann ich natürlich zu ganz anderen Deckungsbeiträgen verkaufen. Und wenn ich sowas virtuell machen kann, intelligent, über meine Page, so ein bisschen, wie ich Ihnen das gezeigt habe, ja, dann Attacke. Ne? Und ich meine gerade jetzt, ne? Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Das passende Stichwort. Der Johannes hat noch eine Frage. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das sollte auch die letzte sein, weil wir aufgrund von der Zeit dann irgendwie deckeln müssen. Johannes? Welche drei klassischen Fragen würden Ihnen den Sportherren einfallen, um Ihren potenziellen Kunden Linktrum anzusprechen? Ich habe das akustisch gerade schlecht verstanden. Können Sie nochmal? Welche drei Fragen fallen Ihnen ein, um Ihren potenziellen Kunden links herum anzusprechen? In welcher Branche? Wo konkret? Werkzeugbau. Oh, ich habe das akustisch. Werkzeugbau. Werkzeugbau. Also im Werkzeugbau, also da. Ich will mich schnell mit einmischen. Ich finde das super, Johannes. Genau das wollte ich nämlich abfragen. Ich rufe mein potenzielles Opfer an. Kaltakquise, habe mehr oder weniger offiziell irgendwelche Kontaktdaten gekriegt. Jetzt kann ich ja schlecht linksherum fragen, welche Erfahrung hast du denn mit den Spritzgusswerkzeugen von meinen Wettbewerbern? Mhm. Genau das wollte ich auch fragen. Super, danke. Also erstmal, also spontan, ne? Also ich müsste mich mit Ihrer Branche natürlich noch tiefer beschäftigen, aber ganz spontan würde mir zum Beispiel einfallen, dass ich gerne mal wissen möchte, wie lange die Leute, die jetzt mir anfragen, schon solche Anfragen überhaupt machen. Es kann ja sein, dass jemand Berufsanfänger ist, der noch gar keine Expertise hat. Wie oft, wo informieren Sie sich, wenn Sie, ich sag mal, Bedarfe ausschreiben, auf welchen Plattformen informieren Sie sich, welche Vorkenntnisse haben Sie, was war Ihnen bisher, ne, linksrum, bisher wichtig im Einkauf? Wie oft ist das, was Sie eingekauft haben, auch am Ende das eingetreten, was Sie erwartet haben und so weiter? Also da gibt es ja ellenlange Möglichkeiten. Aber das ist auch genau das Problem in den Linksrumfragen, weil, wenn Sie mal überlegen, wenn sich bei Ihnen jemand meldet, stellen Sie sich vor, Sie sind Einkäufer bei BASF und empfangen jeden Tag 10 Verkäufer. Und jeder Verkäufer fragt Sie, welche Schuhgröße haben Sie, wie heißt Ihre Frau, Ihre Katze, welchen Rasenmäher haben Sie. So, das ist natürlich aus Sicht des Befragten natürlich mega langweilig. Das heißt also, dass diese Linksrumfragen, die müssen auch gut überlegt sein, weil ich immer so sage, Linksrumfragen so maximal 10 bis 15, da muss Feierabend sein. Und selbst bei den Linksrumfragen gibt es auch nochmal eine Differenzierung, nämlich erst will ich auch mal linksrum wissen, wenn ich die Situationsfragen, dann kommen solche Fragen wie Problemfragen, nämlich solche Fragen wie, wo drückt es eigentlich, wo klemmt es, warum klemmt es und dann will ich natürlich auch wissen, wenn es klemmt, welche Auswirkungen hatten das überhaupt und so weiter. Also das,
eine Reihe von Frageketten und da ist es extrem wichtig im Wege von, wie lukrativ, attraktiv ist es für meinen Kunden eigentlich, über diese Frage nachzudenken, vorher zu überlegen, tatsächlich, welche Fragen machen Sinn und welche eher nicht. Ich hoffe, das ein bisschen beantwortet zu haben. Und deswegen übrigens, deswegen wundert mich extrem, wenn ich als Vertriebscoach mit meinen Vertrieblern draußen bin, wobei ich also 60-70% meiner Zeit tatsächlich mit den Vertrieblern so arbeite über Kamera, wie wir das machen, Rollenspiele aufnehmen und so weiter. Ja. Aber wenn ich mit meinen Jungs oder Mädels draußen sein darf, bei deren Kunden, fällt mir immer wieder auf, dass in der Linksrumwelt, also zum Individuum selber gegenüber, also wenig bis erschreckend wenig bekannt ist. Und das irritiert mich dann sehr. Und übrigens zum Abschluss vielleicht noch ein Tipp. Wenn Sie Fragen stellen, überlegen Sie sich grundsätzlich vorher, wofür Sie Menschen loben. Sie kennen die Kommunikation oder dieses Ding, Sie fahren von der Autobahn ab, sind schon völlig genervt, weil Sie wieder mal im Stau standen und jetzt fragt Sie so ein Kunde, na, wie war die Anfahrt? Ne? Und dann rutscht einem das so raus und man sagt so, ja, oh, ja, war total beschissen, die Autobahn war wieder zu und so weiter. Die ganze Kommunikation wird beschissen. Ich sag's Ihnen. Und wenn Sie genau das durchbrechen und sagen, nee, bevor ich anfange, lobe ich meinen Kunden erstmal für seine bunten Socken oder für seine Brille, für sein sein Smartphone, völlig egal, ja. Einfach loben, ne? Oder für die Seite, für die Internetseite, einfach loben. Und ich schwör's Ihnen, ich weiß, es hängt irgendwie mit einem Schalter bei uns im Hirn zusammen. Die Kommunikation wird eine andere sein. Kleiner Tipp. Ist so ähnlich wie mit Links- und Rechtsrumwelten. Gut. Unglaublich, wie schnell so eine halbe Stunde rumgeht. Und die Erkenntnis ist, der Lars im Haus erspart einen Zimmermann oder irgendwie sowas. Ich sage vielen Dank nach Salzgitter hoch, Lars. Wir planen dann mal irgendwie, wie wir das vertiefen können, mal in einer anderen halben Stunde. Keine Ahnung. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ahoi, bis denne. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ha ha ha.